So, was haben wir denn jetzt hier alles? Klicken Sie auf den Raumhafen. Vollständigkeit 99%. 10 Graphen haben wir gebraucht, die wir da anscheinend erhalten haben. Durch die Mission. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Achtung! Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereitmachen für Andockvorgang. Und da wäre unsere Raumstation. Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Ja, mach ich. So, was will sie denn jetzt? Sie will Arbeitskraft. Ja, das machen wir gleich. Kann ich irgendwas... Nee, hier geht sich nichts. Beförderung nicht möglich. Warum ist eine Beförderung nicht möglich? Ach, wahrscheinlich, weil ich erst ein paar mehr Arbeiter brauche. Das war ja bei den Vorgängern auch so. Dass man nur einen bestimmten Prozentsatz an Arbeitern aufleveln konnte immer. So, jetzt ist es möglich. So. Neues Gebäude verfügbar. Eigenform. Ah, wobei ich müsste ja eigentlich gar nicht die Dinger machen. Ich müsste ja... Jawohl, wir haben Vitamindrinks. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Die Vitamindrinks, oder? Sie hier? Tut mir leid, ich bin nur etwas nervös. Ja, die haben wir. Gut, Arbeitskraft. Bascht! Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ich weiß, dass Verjüngungskuren gerade im Kommen sind. Sie werden nachgefragt. Wenn Lei Sheng die Restrukturierung abgeschlossen hat, wird alles wieder seine natürliche Ordnung haben. Ach, wie geil. Hui! Nee, wir brauchen eine Algenform hier hinten. Was ich hier in dem Teil unglaublich geil finde, du musst nicht auf dein Geld achten. Du musst echt nicht auf dein Geld achten. Kontolimit. Ah ne, Kreditkonto. Okay. Ich dachte schon, man kann nicht mehr als 600.000 einnehmen. Das wäre schon ein bisschen blöd gewesen. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Gleich. Ne, wo war die Straße? Da unten war die Straße. Ne, machen wir so. Just wait. Verbesserung. Hier, Module. Windturbine. Wobei, die machen wir als erstes. Machen wir die da hinten? Oh, wird schwer hier hinten. Also packen wir die da hinten rein. Alles installiert. Probier's aus. So. Schön. Wie viel können wir hier maximal machen? 3 von 4. Hier, Finanzrechner. Kredits, Iridium, na 10 Iridium kostet das Ding, ach du Scheiße. Arbeitskraftwartung minus 20%. Okay. Dann haben wir hier hinten jetzt mal die Algen. Wir brauchen Synthzellen-Inkubator. Okay, davon brauchen wir 2. Wir brauchen aber vorher noch Logistik. Die Logistik muss ausgebaut werden. Reicht das eigentlich bis dahinter? Haben die? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ah, die haben jetzt keine Informationen mehr. Okay. Es ist wirklich. Hat wirklich so einen Radius, aber da hinten baue ich jetzt nicht extra noch so ein Teil. Das mir hier 250. Von meiner Bilanz kostet. Ah. So, ich muss nebenbei immer was trinken, weil bei Anno redet man. Nein, bei Anno redet man eigentlich nicht mehr, aber ich bin jetzt seit ungefähr einer Stunde komplett in der Aufnahme und ja.
Da braucht man mal zwischendurch was. So. Wir können ja noch ein Modul hier anschließen. So, da. Wo haben wir denn hier? Synthzellen-Inkubator. Da könnten wir jetzt Module dran setzen. Wie kann ich eigentlich diese Graphen produzieren? Geht das bloß über... die Militärmission oder was? Ich denke mal, wir können die später auch noch anders produzieren. Was hat er denn jetzt? So, was benötigt? Was wird jetzt hier benötigt? Algen, Verbrauch minus 20. Na, das ist ja überhaupt nicht so geil. Dafür haben wir hier plus 20. Können wir noch eine Algenfarm bauen? Haben wir noch einen Wasserbaublet? Ja, haben wir hier hinten und da hinten haben wir auch noch einen. Schön. Was jetzt zum Beispiel auch hier komplett abgeschafft wurde, waren jetzt diese, oder sind diese ja im Prinzip die so. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Empfiehlt, dass sie ihre Fabriken upgraden. Ja, mache ich ja. Denn gerade diese. Wenn sie eine Fabrik. Was? Wählen sie eine Fabrik an und investieren sie Graphen, um ein Produktionsmodul zu bauen. Ja, hab ich doch. Hab ich doch schon lang gemacht. Wo war ich jetzt gerade? Ich war bei. Genau, mit dem Abholen. Diese internen Speicher hier, das, was weiß ich, das Ding hat jetzt zum Beispiel gerade 3 Synth-Zellen oder Synth-Zellen bei sich da drin und es muss erst irgend so ein Warnauto kommen und das Ding abholen. Das wurde halt komplett rausgenommen. Was auch meiner Meinung nach besser ist. Somit dauert das Ganze nicht so lang hier alles. Und im Prinzip wird die Spielgeschwindigkeit damit erhöht. So. Dann haben wir hier hinten unsere Verjüngungskuren. So, da. Kann ich upgraden? Nein, kann ich nicht. Dann bauen wir noch mal ein paar Arbeiter. Ach, scheiße. Jetzt hat das Ding hier abgebrochen, weil ich nicht mehr genug Arbeiter hatte. Fuck. Aber die kommen wieder. Die kommen wieder. Weil jetzt haben sie nämlich Verjüngungskunden. Die Leute hier sind alle sehr nett. Neuroimplantat ist das nächste. An der Tagesordnung. Sicherheit. Und da wird es jetzt dann schön, dass wir diese Gebäude verschieben können. Weil Sicherheit werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo hier mitten reinpflanzen müssen. Okay. Das wäre ja auch geil. In 2205 wurden ja diese Naturkatastrophen abgeschafft. Und das wäre jetzt auch geil, wenn wie in 2170 so ein Tornado auf die Insel zukommt und du erst die kompletten Gebäude aus dem Tornadoweg rausversetzt und den durchfahren lässt und dann auch wieder reinsetzt. Das wäre echt geil. Das wäre aufwendig, aber kann man machen. So, da, da. Wie viel Iridium haben wir? 78. Okay, das bekommen wir auch bloß hauptsächlich durch die Aufträge in Krisensektoren. Okay. Warten wir mal und ziehen noch ein bisschen die Typen hier hoch, damit wir eine schöne große Bilanz bekommen, weil die Arktis ist nicht billig. Die Arktis ist weiß Gott nicht billig. Ziehen wir die hier hinten durch. Okay, hier können wir nicht bauen. Ja, ihr kriegt gleich Anschluss. So. Dann füllen wir das noch auf hier. Bitte sehen Sie sich das mal an.
könnten ja im Prinzip hier das auch noch aufwenden. Ich weiß, das sieht ziemlich beschissen aus. Aber das Geile ist, das ist ja nicht unser einziger Sektor. So, was soll ich mal ansehen? Betreten Sie die Arktisregion, das mache ich ja gleich. Jetzt lasst mal. Kann ich bereits hier so eine Brücke bauen? Oder gibt es hier gar keine Brücke? Hier kann ich später dann noch so ein Kontor bauen. Was brauche ich dafür? Kommandoschiff ist zu weit entfernt und es kreiert Baubots. 25 Baubots. Die hätte ich ja im Prinzip, aber brauche ich aktuell nicht. So, wo ist denn jetzt eigentlich mein Kommandoschiff? Das sitzt doch... Ja, das sitzt da vor uns. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Die kleine Steuerung des Kommandoschiffs. Rechtsklick, um es zu bewegen. Ja. Wow. Hätte ich jetzt nicht rausgefunden ohne dich. Minimap Filter. Okay. Zu Fahrzeug... Ah, okay. Okay, gut. Ich kann mal ganz kurz in die Steuerung gucken. Tastenbelegung, so, da, da. Wo sind denn die ganzen F-Tasten hier? Kann man aktuelle Position drehen, kann man Position sprechen, kann man zurücksetzen, das ist, kann man Position 4 springen, Spiel verlangsamen, Spiel beschleunigen, Numpad Plus. Okay. Also im Prinzip das hier. Uiuiui, ja, das ist es. Dann geht alles dreimal so schnell. Okay. Dann warten wir jetzt noch kurz, bis die verbleibende Zeit runtergelaufen ist. Und dann werden wir gucken, was sie als nächstes für einen Auftrag hat. 3, 2, 1 und 0. Sie verstehen offensichtlich, dass Zeit gleich Geld ist. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Befestigen Sie... Interessant. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Bitte was? Befestigen Sie... Ich hätte gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Jetzt überfordert mich schon wieder. Befestigen Sie Leishings Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff. Folgen Sie die Drohnensignale und sammeln Sie Lenz, wo es aus dem Feld bringen Sie die Fracht zu seinem Flug. Okay. Roger. So, was ist das jetzt für eine Sitzung hier? In der Arktis fallen Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Die Konferenz. Geben Sie Ihre Stimme ab und erhalten Sie Module und seltene Rohstoffe. Hier wird Gut. über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Diese Prozesse kannst du beeinflussen. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Sie halten seltene Rohstoffe für Ihre Stimme. Drohnenstock. Okay, nee, ich will ja wissen, was die so macht. Chemieindustrie, Rohstoffe und Schwerindustrie. Kommunikation ist unser grundlegendster Instinkt und unser bestes Werkzeug. Ja. Mit Ibera Foxconn. Elektronik und Biotech, Energie, Landwirtschaft und Lebensmittel. Hier geht's eigentlich bloß drum, wer uns am besten besticht. Kann das sein? Wir von Usoyev wollen die Chemie sauberer, wirksamer und vielseitiger machen. Und das jeden Tag. Logistikwartung minus 3. Logistikwartung minus 3. Ah, das kostet mich dann auch noch. Okay. Lei Sheng steht an der Schwelle zum Weltraum. Kraftwartung, Energiewartung, Credit. Kann es sein, dass das und das die das gleiche ist? Tradition unserer Vergangenheit sind der Schlüssel zu einer rosigen Zukunft. Preisen wir beides und machen gemeinsam den Schritt nach vorn. Energiewartung minus 15, minus 15, minus 15. Das und das. Also alles bis auf das hier ist doch alles dasselbe. Je größer der Traum, desto solider muss die Basis sein. Cassian Industries. Erbauen wir die Gegenwart für eine vielversprechende Zukunft. Ah, auf geht's, Mama, hier. Chemieindustrie. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Glückwunsch, Sie sind bestechlich. Erfolg freigeschaltet, ne?
Das hätten sie als Erfolg mal machen können. Glückwunsch, sie sind bestechlich.